Hallo zusammen, meine Douglas Box of Beauty ist gekommen und ich mag sie gar nicht öffnen. Ja, es war ja dieses Mal zum ersten Mal eine Box, die man sich nicht selber zusammenstellen konnte, sondern Douglas hat das für einen gemacht und man konnte, Moment, ab einem bestimmten Zeitpunkt auf der mobilen Douglas-Seite sehen, was man in der Box hat. Ja. Ich wollte erst nicht gucken, aber dann haben irgendwie alle geguckt und dann wurde ich neugierig, weil einige hatten tolle Boxen. Die hatten zum Beispiel zwei Parfümproben drin, einen Damenduft, ich glaube von Escada, und einen Herrenduft und dann gab es noch ein Lipgloss und dit und dat. Und dann sah ich meine, ja, und dann kam die pure Enttäuschung. Und das habe ich dann auch auf meiner Facebook-Seite gepostet. Dann kam gleich irgendjemand wieder an und sagte, dann kündige ich doch, anstatt zu meckern. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich meine, man darf doch auch mal, wenn man nicht zufrieden ist, das sagen, oder nicht? Dann meckert man halt mal, dass man unglücklich ist über den Inhalt. Und von wegen, ja, da würden ja so viele auf das Abo warten und hier und da. Und da habe ich nur gedacht, aber ich kündige doch nicht meine Box, bloß weil eine Box jetzt mal Mist ist. Mist in meinen Augen. Und man kann die ja zurückschicken. Das hat Douglas ja extra so eingerichtet, dass man seine Box eben wirklich zurückschicken kann, wenn man unglücklich damit ist. Und ich bin unglücklich. Ich zeige euch jetzt mal eben, was ich habe und ja, warum ich halt ein bisschen unglücklich mit meiner Box bin. Das Hauptprodukt diesmal, was eben jeder hatte, war von Santa Verde eine Augencreme. Augencreme an sich finde ich gut. Ich muss Ellie reinlassen, sie schimpft. Moment. Also Augencreme an sich finde ich eine gute Idee, weil benutze ich jeden Tag. Also von daher finde ich das Hauptprodukt wirklich nicht schlecht. Dann habe ich ein Shampoo. Oh, Alter, du stinkst. Hast du dich gewälzt, Ellie? Du stinkst. Ah, Moment. Mein lieber Herr Gesangsverein. Die kriegen die Douglas-Box zurück und denken, mein Gott, stinkt die Box plötzlich so. Ein Kaviar-Shampoo, das soll ja recht gut sein, aber auch deswegen behalte ich die Box jetzt nicht nur, weil ich ein Kaviar-Shampoo da drin habe. Ich habe einfach genug Shampoos und ich werde es deswegen auch nicht ausprobieren und es interessiert mich einfach nicht doll genug. Alter, Ellie, geh mal weg. Geh weg. Die hat einen Mundgeruch plötzlich. Ich meine, die wissen, was sie gegessen hat draußen. Da bleib. Dann noch eine Creme von Biotherm. Eine Rich Cream. Eine Tagescreme mit Frucht und Gemüseextrakten. Ja, auch Tagescremes habe ich ja schon mal in einem anderen Video erwähnt. Kann ich mithandeln. Ich meine, wenn hier wenigstens ein Produkt drin gewesen wäre oder zwei, wo ich gedacht hätte, das willst du unbedingt haben, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch über die Tagescreme gefreut. Aber dadurch, dass in meinen Augen da gar nichts drin ist, was ich gut finde, eine LCN-Handmaske. Ja, auch die reißt mich leider nicht vom Hocker. Ich hätte sie sonst gerne ausprobiert, aber dadurch, dass ich das zurückschicke, kann ich die Sachen ja auch nicht aufmachen. Und als letztes ein Parfümpröbchen, und das ist noch das Highlight für mich in der ganzen Box, von Boss Jour Pour Femme. Jetzt frage ich mich gerade, ist das eins der Produkte oder darf ich das ausprobieren? Achso, da ist noch drin, nee, das hier ist noch ein Produkt, von Santa Verde, eine Gesichtspflege, ein Blütennektar, eine Intensivkur, eine Ampulle, ja. 1 Milliliter. Nee, es tut mir leid. Es tut mir leid für die, die die Box nicht haben und unbedingt ein Abo haben wollen. Auf mich braucht ihr nicht zu hoffen. Ich kündige deswegen jetzt nicht, nur weil ich einmal eine dusselige Box hatte. Und
Das steht jetzt nicht mit drauf. Das heißt, es ist die Augencreme, diese 1 Milliliter Gesichtskur, Creme, Shampoo, Handmaske. Das ist der Inhalt meiner Douglas-Box und das hier ist wohl ein Goodie. Soll heißen, ich darf das ausprobieren, oder? Ist das so? Proben darf man noch behalten, oder? Ich schnupper da jetzt einfach mal dran, ganz unauffällig. Kann mir mal einer schreiben, ob ich das auch zurückschicken muss? Oder ob das meins ist, weil das halt ein zusätzliches Goodie ist. Ich meine, jetzt werden wieder einige sagen, wenn du schon zurückschickst, dann musst du doch alle zurückschicken. Tut mir leid, wenn ich euch nachf, aber ich meine ernst gemeinte Antworten. Muss ich das zurückschicken, obwohl es ist zwar Teil der Box, aber nicht Teil der Box of Beauty. Das ist halt ein Goodie, was es zusätzlich dazu gab. Das würde mich jetzt mal interessieren, wobei... Ja, es riecht okay, aber ist jetzt auch nicht so. Es ist nicht so meins. Zumindest im Moment noch nicht. Kann natürlich sein, dass es noch eine Weile auf der Haut braucht, bis es so seinen Duft wirklich entfaltet. Ja, würde mich interessieren, was in eurer Box of Beauty war. Also ich hoffe einfach, dass sie das System wieder umstellen. Ich hab auch geschrieben, wenn ich jetzt überlege, weil so viele haben geschrieben, sie sind unglücklich mit ihrer Box. Wenn ich jetzt überlege, die Menschen, die das gepackt haben, die kosten Douglas was, die Boxen kosten Douglas, die Versandkosten, das kostet Douglas ja was, da zahlen wir ja nicht wirklich für, also wir zahlen ja diese 10 Euro für das Gesamtpaket, aber die Versandkosten für die Hinlieferung zu mir, jetzt schicke ich das kostenlos zurück an Douglas. Das kostet Douglas auch nochmal was. Dann müssen das Menschen wieder auspacken, wieder sortieren. Also diese ganze Arbeit, die dahinter steckt. Und dann natürlich, das muss dann ja auch wieder irgendwie ausgebucht und umgebucht auf die Kreditkarte oder wie auch immer ihr bezahlt habt. Und wenn ich dann denke, was das kostet, dann sollte man vielleicht doch in einen guten Programmierer investieren. Oder vielleicht mal fragen, Mensch, wie wollt ihr das? Wollt ihr das weiter als so eine Überraschungsbox haben? Oder wollt ihr es weiter haben, dass ihr euch die Box selber zusammenstellen könnt? Vielleicht hätte man in dieser Box irgendwie ein Briefchen mit beilegen können, den man zurückschickt, portofrei, von wegen einfach die Wünsche des Kunden. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass die Mehrheit eben sich seine Box selber zusammenstellen möchte, dann sollte man vielleicht wirklich mal in einen guten Programmierer investieren. Ich will damit nicht sagen, dass der jetzige Programmierer schlicht ist, aber vielleicht... Gibt es noch jemanden, der ihm irgendwie die Lösung für das Problem bieten kann? Ich weiß nicht, es muss ja irgendein Problem gegeben haben, warum das jetzt umgestellt wurde. Und das letzte Mal ging ja anscheinend so viel drunter und drüber beim Bestellvorgang, dass eben fremde Daten eingesehen wurden. Fremde Daten gesehen werden konnten. So, ne? Und das geht natürlich gar nicht. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber da muss es doch eine Lösung für das Problem geben. Und ich bin mir sicher, die gibt es auch. Man muss sie bloß finden. Also, liebes Douglas-Team, ich wäre dafür, wenn wir wieder die üblichen Boxen machen, dass man sich und meinetwegen auch um 3 Uhr nachts aufstehen. Das gehörte irgendwie einmal im Monat dazu. Ich fand das schon ganz spaßig. Also natürlich nicht in dem Moment, wenn der Wecker klingelt. Aber so mit den anderen gemeinsam dann irgendwie vorm Computer zu sitzen und ja, ich weiß nicht. Es wäre halt schön, wenn ihr da eine Lösung finden könntet. Also, ich schicke meine Box leider zurück. Schreibt mir gerne, was ihr in eurer Box hattet, ob ihr glücklich seid mit dieser Lösung jetzt, dass es wieder Überraschungsboxen gibt. Und ja. Ich wollte halt schnell das Video drehen zu dieser Box und euch zeigen, was ich drin hatte. Aber wie gesagt, ja, die packe ich jetzt gleich wieder und dann kommt sie nachher mit zur Post. Und vielleicht freut sich jemand anders darüber, ich weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüss! Ich sammle wieder zu viel. Ist auch gut gehalten. Nimm die Hand vom Sack. Ach, Heiko, du.
bist mir keine Hilfe, wirklich nicht, manchmal. Wenn ich sage, das erinnert stark an KitKat, dann musst du nicht sagen, so rot gehalten. Wenn die jetzt blau gewesen wäre, na nu, unser KitKat ist ja rot. Verstehst du?